Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mit Teamolia 1 vs 1. Ich guck mal, ob meine Aufnahme läuft. Okay. Ja, das muss ich mal nachgucken. Ja, und zwar habe ich eine in Anführungszeichen gute Nachricht. Sie kann genauso gut auch schlecht sein. Das wird sich jetzt herausstellen, denn ich mache jetzt gerade meine erste richtige Runde damit. Ja. Momentan ist es noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber naja. Und zwar habe ich jetzt meine Schiene ab. Jetzt denkt sich der ein oder andere, ist doch gut. Was hast du denn? Aber dafür habe ich einen Verband bekommen, wo die zwei Finger zusammen getaped sind im Prinzip. Also wo jetzt sogar noch ein Finger mit zusammen ist. Sozusagen, dass jetzt mein Ringfinger und mein Mittelfinger zusammenhängen. Ja, und das ist einerseits gut, aber einerseits auch schlecht. Also jetzt kann ich halt wieder sozusagen mit den beiden Fingern Tasten drücken, aber natürlich nur Tasten, die möglichst nah beieinander liegen. Also eigentlich ist es gut, weil jetzt kann ich wieder eine vernünftige Taste mit dem einen Finger bedienen, aber einerseits ist halt auch gewöhnungsbedürftig, weil eben die zwei Finger aneinander hängen. Es ist halt mega komisch. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser zum Spielen ist oder schlechter. Ich kann es momentan irgendwie gar nicht einschätzen. Aber ich denke, daran wird man sich auch noch gewöhnen. Natürlich besser, wenn die nicht dran ist, aber es ist aber auch nicht so dramatisch momentan. Ich war eigentlich, als ich das bekommen habe, erstmal ziemlich angepisst und dachte, oh mein Gott, wie soll ich jetzt überhaupt damit spielen? Jetzt kann ich ja gar keine Videos mehr für euch aufnehmen und so. Also ich war wirklich erst mehr angepisst. Werde jetzt wahrscheinlich wieder vollkommen failen. Ich war vorher mehr angepisst, als ich es jetzt bin. Aber trotzdem ist es immer noch nicht das Beste. Okay, das war mega dumm. Ja, Hotkey klappt eigentlich nicht so gut. Und normalerweise hotkey ich immer, wenn ich schnell auf Schwert switchen will. Ja, ist nicht so nice. Also Hotkey funktioniert nicht so perfekt. Es geht, aber es geht halt schwer. Ja, mal gucken. Muss man sich halt dran gewöhnen. Es wird halt schwer, mit dem einen Finger auf die 1-Taste zu kommen, während der andere Finger noch auf der W-Taste ist. Aber man kann es ja mal versuchen. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kann ich hier noch ein Bild einblenden, aber ich werde das wahrscheinlich nicht vergessen. Ich werde es wahrscheinlich vergessen, deswegen. Ich denke mal, ich habe kein Bild eingeblendet. Aber keine Ahnung, ich denke, ihr könnt euch das so auch ungefähr vorstellen. Die zwei Finger sind einfach zusammengeklebt an den zwei Gelenken jeweils. Das heißt, ich habe oben eine Fläche, wo ich gut dann auch Tasten mitdrücken kann. Und so, also es ist wirklich nur sozusagen zwei dünne Pflaster, die das Ganze halten. Also man sieht wirklich auch noch viel von dem Finger, aber trotzdem ist es halt nervig. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich besser oder schlechter ist. Also für gewisse Alltagssachen ist es natürlich besser, wenn du wirklich nur einen Finger hast. Aber es geht eigentlich jetzt gerade zum Zocken. Also ich habe es mir mega schlimm vorgestellt. Ich dachte, mit der Schiene wäre es jetzt wirklich deutlich besser, als ich es jetzt habe. Aber ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Aber naja. Vor allem das Hitten und so und das Aim kommt ja auch mehr auf die Maus an. Eigentlich nur das Steuern hier. Also es kommt ja auch bei den meisten Spielen eigentlich mehr auf die Maus an, als auf etwas anderes. Aber naja. Insofern eigentlich nur dazu. Das soll ich euch nur sagen. Ja. Jemand hat übrigens im letzten Video gefragt, was die Anzeigen oben rechts und oben links sind. Ob das irgendwie ein Hackline wäre, das hat er nicht gefragt. Aber kann man sich ja eigentlich denken, wenn man das nicht kennt. Und da hat mich einer... Was waren das für Hits, bitte? Was waren das für Hits? Was waren das für Scheiß-Hits? Ja, auf jeden Fall hat mich das jemand gefragt. Ja, und zwar ist das, ich habe das schon im Kommentar beantwortet, aber ich beantworte es jetzt einfach nochmal. Und zwar ist das die Levy-Mod. Das ist eine Mod, mit der erstmal natürlich die 1.7-Animation kommt, die Blockhead-Animation, dann die 1.7-Angel und verschiedene andere 1.7-Animationen, die ist jetzt, die verändert wurden in der 1.8. Die kamen wieder hinzu. Finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Und das ist auch bei anderen Spielern sichtbar, wenn die Blockhead-en oder so. Also das sieht nicht nur für euch so aus, sondern man sieht es jetzt hier auch an anderen Spielern, wenn die jetzt blockhitten würden. So. Eben das. Und dann
Ja, es ist halt noch gewöhnungsbedürftig. Das dürft ihr nicht vergessen, dass ich wirklich hier so einen Verband habe und natürlich noch mehrere Monate nicht gezockt habe und jetzt wieder seit ein paar Tagen erst wieder zocke. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen, aber ich finde eigentlich, dafür bin ich gar nicht so schlecht. Ja, wollte ich nur ganz kurz wieder gesagt haben. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir wieder zur Labby-Mod. Ja, die könnt ihr auf der offiziellen Labby-Mod-Seite downloaden, wer das jetzt noch nicht kennt. Ja, ich kann euch ja mal ganz kurz sagen, was die macht. Die ist auf jeden Fall auf eigentlich jeden Server legit, also die ist wirklich erlaubt, aber nur die aktuelle Version. Wenn ihr jetzt eine ältere Version nehmt, dann gibt's wirklich Server, auf denen die verboten ist, weil früher enthielt die noch solche Sachen wie Damage Indicator und so. Und die ist auf gewissen Servern verboten. Umgeh, gib mir Leben. Oh, nice. Keine Chance, der hat da so gecampt, wie so ein Idiot. Das finde ich immer echt mies. So. Naja. Mal wieder so ein Scheiß-Kit. Ich möchte doch einfach nur kämpfen und nicht mit irgendwelchen Scheiß-Tränken. Irgendeine Scheiße machen. Ja, kein Bock mit diesem Scheiß-Kit da zu kämpfen. Und dann noch 1.9 Cooldown. Ja, kein Bock, ich friss jetzt die ganze Zeit Goldäpfel. Natürlich auch noch 1.9. Ja, kein Bock mit diesem Kit, das war ein scheiß Kit, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt Bewertung an, hätte ich das irgendwie eine 5 für gegeben oder so. Weil das ist persönlich nicht mein Kit. Ja, auf jeden Fall, die Labby-Mod macht viele verschiedene Sachen, zum Beispiel die 1.7 Animation habe ich hier gerade gezeigt. Oder zeigt die Koordinaten an, zeigt die Klicks pro Sekunde an. Also das macht bei mir, ich glaube, jede Sekunde oder jede zweite Sekunde so eine Überprüfung, wie viele Klicks ich pro Sekunde mache. Finde ich auch ganz cool, um das mal zu sehen. Ich mache jetzt nicht die meisten Klicks. Wenn ich mich anstrenge, mache ich natürlich mehr, als wenn ich mich jetzt nicht anstrenge. Ja. Weil ich will natürlich auch entspannt spielen und wenn ich entspannt spiele, dann mache ich halt nicht so viele Klicks wie wenn ich wirklich auf die Maus fast schon haue. So fäng ich nur dazu. Ja, dann zeigt es noch teilweise manchmal die Lobby an, die FPS, den Ping. Und ja, ist auch mit verschiedenen Spielmodi kompatibel, wie zum Beispiel hier 1-1. Das passt da jetzt auch ganz gut zu. Und zwar im 1-1 auf Timolia. GG, keine Chance, ohne Spaß. Bei 1-1 auf Timolia zum Beispiel seht ihr hier oben Kampfherausforderung, wenn man in die Warteliste eingetragen ist. Oder wenn man in der Arena ist, sieht man einfach oben links Kampfherausforderung, damit man Bescheid weiß, dass man auch im Kampf ist oder halt in die Warteliste eingetragen ist. Ja, dann sieht man noch die Stats, die man in dieser Lobby gerade erzielt hat. Also ich habe glaube ich 4-mal gewonnen und 6-mal verloren, also nicht das Beste. Glaube ich zumindest, ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass das einfach nur ein Fehler ist. Wo ist der Typ eigentlich? Warum verkämmt er sich die ganze Zeit? Ist echt irgendwie uncool. Ach so, da oben ist der. Ja, und normalerweise würde man jetzt bei diesem Kit, gibt es hier keine Einstellung, deswegen sieht man nichts. Aber wenn es Einstellungen bei diesem Kit gibt, zum Beispiel, was weiß ich, Doppelsprung, kein Fallschaden oder so, sieht man die nochmal unter Stats, glaube ich, sieht man dann halt auch noch die Einstellung. Da hat man auch einen besseren Überblick, als dass man es nur im Chat hat und wenn es dann weg ist, dass man dann immer den Chat erst öffnen muss. Sieht man da oben, stört auch nicht, ist eigentlich auch ganz nice. Ja, sonst ist es auch mit Bed Wars kompatibel, habt ihr, denke ich, bei einer anderen Folge Bed Wars gesehen. Man sieht, wann das nächste Gold spawnt, wann das nächste Silber spawnt, wie lange die Runde schon geht, welches Team man ist, ob man noch ein Bett hat und so weiter und so fort. Sieht man ganz einfach auf einem Blick. Ja, dann sieht man natürlich noch, was man gerade in der Hand hält. Das sieht man oben links. Und welche Rüstung man gerade trägt, sieht man auch. Mit welcher Haltbarkeit dementsprechend auch nochmal. Ja, eigentlich auch ziemlich nice, also bietet wirklich viele Informationen. Ja, und es bietet sogar ein Freundesystem, also das heißt, ihr könnt Freunde adden, mit denen Sprachnachrichten austauschen, chatten und so weiter. Also wirklich so ähnlich wie WhatsApp schon teilweise, bloß halt über Nickname, über die Nickname-Funktion, also über eure Minecraft-Nicknames. Ja, eigentlich auch ziemlich nice so. Ja, dann gibt es natürlich noch eine übersichtliche
ein übersichtliches Einstellungsmenü, wo ihr wirklich noch alles einstellen könnt, was angezeigt werden soll, was nicht angezeigt werden soll und so weiter. Ja, wow, what the fuck. Also so viel eigentlich nur dazu. Ja, okay, der wird mich jetzt machen, weil es leckt. So, okay, ich habe ihn gemacht. Aus so der Masse geleckt. Ja. Ich kann es euch ja mal eben kurz zeigen für die Leute, die es nicht kennen. Also erstmal, man sieht hier ganz normal Menü, dann sieht man hier unten nochmal den Server. Der Ping stimmt nicht, der ist immer hier in diesem Menü ein bisschen hoch. Das stimmt aber nicht. Ihr seht ja auch oben, ja okay, jetzt ist er gerade 126, aber dieser Ping kann eigentlich gar nicht stimmen, weil ich nichts downloade. Also teilweise spinnt der Ping ein bisschen rum. Ja, wenn ihr die genauen Ping haben wollt, dann schaut einfach in der Serverliste nach. Ja, dann kann man hier oben auf Chat klicken. Das sieht man dann im Chat. Ja, da seht ihr dann eure Freunde. Ich habe jetzt keinen Freund. Ich hatte immer einen Freund. Der wurde jetzt aber aus irgendeinem Grund gerade gelöscht. Ihr seht auch Connection Refused. Anscheinend habe ich gerade keine Connections zum Chat-Server sozusagen. Ja, keine Ahnung. Hier sind nochmal Tags. Hier könnt ihr eure Freunde adden. Ja, ihr seht hier Not Connected, fragt mich nicht wieso. Aber normalerweise könnt ihr dann eure Freunde adden. Geht jetzt nur anscheinend gerade nicht. Müsste ich dann einfach mal mein Minecraft restarten. Ja, dann könnt ihr noch das GUI an- und ausmachen. Und ja. Ja, und ihr könnt dann natürlich noch in die Einstellung gehen, einfach unter Optionen, Lobby Mod Settings. Könnt ihr noch verschiedene Sachen ein- und ausschalten. Ihr seht hier zum Beispiel eine Uhr einschalten, damit ihr immer die aktuelle Uhrzeit seht, wenn ihr im Vollmodus spielt. Hier dann die verschiedenen Animationen einstellen, ob ihr 1.8 oder 1.7 Animationen haben wollt. Ja, und auch viel verschiedene andere Informationen. Ja, wollte ich euch einfach nur zeigen. Lobby Mod Chat könnt ihr, glaube ich, im ganz normalen Chat nochmal anzeigen. Ja, hier seht ihr shows a message from a Lobby Mod Chat as an Achievement. Also dann wird, wenn euer Freund euch zum Beispiel über diese Lobby Mod Chat da schreibt, dann seht ihr es so, als ob ihr eine Trophäe kriegen würdet. Ja. Also seht ihr ja noch direkt im Chat, ob euch jemand schreibt. Also gibt es wirklich viel einzustellen. Ja, und wenn ihr immer dort drauf hält, kann ich hier nochmal ganz kurz zeigen. Wenn ihr für längere Zeit kurz da drauf hält, dann seht ihr auch unten immer noch eine kleine Erklärung, was das Ganze macht. Ja, ziemlich nice eigentlich. Ja, so viel nur dazu, das wollte ich euch nur ganz kurz noch gesagt haben. Ja, einfach könnt ihr auf der offiziellen Seite downloaden, einfach LeviMod 1.8 eingeben, dann auf die Seite gehen, auf Downloads und dann natürlich das Wichtigste, die aktuelle Version nehmen. Da müsstet ihr was downloaden, was so ein Java-Symbol hat, also eine JAR-Datei, glaube ich. Einfach draufklicken und dann auf Install. Ihr müsst, das Wichtigste ist, dass ihr, glaube ich, die Minecraft 1.8.8, die müsst ihr mindestens einmal gestartet haben. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube, das muss so sein. Und dann, wenn ihr das dann installiert, dann, wenn ihr das dann habt, dann klickt ihr einfach auf Install. Ja, dann steht dort, dass ihr es erfolgreich installiert habt im Normalfall. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch unter Edit Profile in eurem Minecraft Launcher die entsprechende Version auswählen. Die heißt dann Minecraft Lobby Mod. Ja. So viel eigentlich nur dazu. Wenn ich rede, kann ich nicht zocken. Das ist immer so. Ja, nice. Ich versuche jetzt nochmal eine gute Runde zu erzählen und dann würde ich sagen, was ist erstmal von diesem Video? Ich wollte euch das einfach nur kurz gesagt haben. Oh, ist der irgendwie legit oder hat er einfach nur einen geilen Ping und mein Ping spielt gerade wirklich verrückt. Ich glaube, mein Ping spielt gerade aus irgendeinem Grund wirklich verrückt. Wahrscheinlich, weil ich noch ein Spiel offen habe. Keine Ahnung. Deswegen, ich glaube, das liegt gerade ein bisschen an meinem Ping. Ich will jetzt ja auch keine Ausrede schieben, aber ich glaube schon. Ja, hier seht ihr übrigens auch bei Kit, bei rechts oben, seht noch mal, welches Kit das ist, wie das heißt und dann die Einstellung. Das sieht man nur nicht, wenn das Kit gar keine Einstellung hat, dann sieht man noch nicht mal, wie das Kit heißt. Also ja, wenn das Kit aber eine Einstellung hat, dann sieht man es. Ja, und das habe ich ganz vergessen zu sagen, das ist ja in der Minecraft-Version 1.9 auch so. Euch werden jetzt die Effekte auch angezeigt.
Das heißt, unter links und oben unter Kampfherausforderung seht ihr Absorption, also der Effekt vom Goldapfel. Und ja, dann wird auch noch angezeigt, wie lange der geht. Das finde ich ziemlich gut. Das gibt es in der 1.9, glaube ich, nicht. Ja. Wird auch jeder Effekt, den ihr habt, auch negative Effekte eigentlich angezeigt und wie lange die gehen. Eigentlich ziemlich praktisch. Da muss man nicht immer das Inventar öffnen. Und ja, wie gesagt, alles 100% legit. Aber dieser Typ da, dieser Sovret, den habe ich schon mehrmals gekämpft. Und der sieht echt irgendwie nicht legit aus. Oder er ist einfach zu krass für mich. Magigomo, what the fuck? Ja. Schutz. Alles klar, was ist das für ein... Ich wünschte, ich hätte jetzt die Bewertung an. Wie hat er es jetzt explodiert bekommen? Lol. Er hat sich auf jeden Fall irgendwie gekillt. Okay, ich versuche jetzt nochmal eine gute Runde zu machen. Please screen in FNA. Nee. Ja, okay. Also, mir ist aufgefallen, dass Leute mit Skins von YouTubern meistens schlecht sind. Wenn ich das mal so sagen darf. Was macht der denn? Alles klar, ich glaube, ich will nochmal eine spannende Runde erzählen. Weiß nicht, ob ich schaffe, ich kann ja jetzt noch im Notfall 1-2 Runden machen. Ältester Trick ever. Rückstoß. Fuck, was ist das für eine... Alter, was ist das für eine Scheiß? Unendlicher Talk, ey. Was macht der denn? Was macht der für eine Scheiße? Wir haben auch noch Unsichtbarkeit. What the? Oh, das sieht man natürlich logischerweise, wenn man eine Rüstung anhat. Oh, ja, okay, ich habe ihn bekommen. Egal, dann würde ich sagen, was ist von diesem Video? Hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habe ich halt irgendwie so einen komischen Verband, aber es geht eigentlich einigermaßen zum Spielen. Zumindest zum Minecraft-Spielen. Ja. Haut rein und ciao, Leute.